befinden uns gerade, wo? Auf dem Spielplatz, hier wo wir früher mal gespielt haben und wir dachten, das wäre eigentlich ganz cool, hier den 90er-Tag abzudrehen, denn uns hat der liebe Tolga getaggt und die darum. Und deswegen machen wir jetzt bei dem Tag mit. Erste Frage, Lieblingsanime? Pokémon. Mhm. Was gab's denn noch? Ja, Pokémon, Dragon Ball, Digimon. Sailor Moon. Ja. Das war doch auch ein Anime. Was gab's denn da noch? Mila kann fliegen. Genau. Uchiyama. Weißt du ja, wie das ging. Ja. Das war's, glaube ich. Ja, so. Also, es gab bestimmt noch andere, aber mir fallen jetzt auf Anhieb keine ein. Zweitens, Lieblingssänger bzw. Band? Robbie Williams. Und if you wanna be my lover. Na. Wie hießen die nochmal? Spice Girls, genau. Spice Girls haben wir voll gerne gehört. Britney Spears, Christina Aguilera. Genau. Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Was waren das, ne? NSYNC. Ja. Na. Ich kann es auch nicht mehr. Na. Was waren dann noch? Ich habe auch gerne gehört, wie hießen das nochmal? Die Lollipops. Als da noch meine Cousine dabei war, Gina. Ja. Früher noch. Die allerersten Lollipops, die es gab, da war Gina, die eine Sängerin. Müsst ihr mal googeln, das ist meine Cousine. Wohnt mittlerweile auf Ibiza. Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Also es waren ganz schön viele. Quer wird alles durch. Janet Jackson auch. Michael Jackson. Oh ja. Stimmt. Ich habe mir immer gewünscht früher mit Michael Jackson, also da wurde im Fernsehen immer die Konzerte wurden übertragen. Und da habe ich mir immer gewünscht, dass ich mal bei, war das We are the world, we are the children. Kennst du das noch? Bei der Stelle ist er doch immer mit ganz vielen Kindern auf die Bühne gegangen. Und ich wollte immer früher, dass ich seine Hand halte und damit da drauf. Und dann immer so singen. We are the world. Das habe ich mir immer gewünscht. Und die Kelly Families. Lach nicht. Ja. Lach eine kleine du Sünde. Nicht. Lach du mal nicht. So. Okay, dritte Frage. Lieblingssüßigkeit? Süßes, haben wir viel gegessen. Ich freue mich gerade total auf die Lollis. Und das ist die Kamera. Ich habe den Laptop. Ich wollte den schönen auseinander. Ja. Tada! Wie heißen die? Kirschlollis, also keine Ahnung. Die haben wir früher geliebt. Die haben so viel. Auch diese Ketten, diese Armbandketten. Ja. Aber das sind diese Kirschleute, die man halt so kennt, ne? Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich einen... Nein, habt ihr nicht. Lolli lutsche. Ich auch. Voll so lecker, ey. Und auch diese Brause. Diese Füße, meinst du, die man in eine Brause steckt? Die Lollis. Auch. Kennst du die? Oder kennt ihr noch dieses Kaugummi aus der Tube? Ja. Das war voll geil, auch dieses ganz lange. Das war so eingerollt und das war so ein 2-Meter-Kaugummi. Sind die nicht von Chuba? Nee. Weiß ich nicht, aber die haben eigentlich voll scheiße geschmeckt, aber die waren so toll, weil die so lang waren. Die konnte man so ausrollen. Nee, aber von den Lollis auch die Brause-Lollis. Die gab es da einmal in Cola und einmal in Erdbeere oder so. Nee, Lakritze und Erdbeere. Und, aber davon habe ich immer Zungenblüten bekommen. Ja, die so rau waren. Mhm. Aber die habe ich geliebt. Und eben diese Lollis, die du in die Tüte. Und dann war das so ein Knistern. Ja, nee, das waren so gar keine Lollis. Brause, das war doch, das waren Lolli. So ein Fuß und dann tut man das in dieser Tüte da und dann war das so eine Brause. Und dann in dem Mund war das voll am Knistern. Genau. Es gab auch diese Knister-Kaugummis. Ja, wir waren voll so Kaugummi, diese, geil. Genau, diese Tüte mit diesen Alien drauf. Mhm. Wo du dann so immer noch. Beim Bäcker. Und die waren so geil. Esspapier. Tonnenweise. Ja, Esspapier, voll geil. Ey. Tonnenweise Esspapier. Richtig geil. Lieblingsspiel? Mario Kart. Ja, wir waren schon ein bisschen weiter. Nintendo 64 haben wir gezockt. Habe ich noch. Echt? Ja, den habe ich noch. Ja, wir haben auch... Gut, das ist ja kein Spiel hier am Spielplatz. Wir haben hier im Spiel... Warte mal, komm noch. Egal. Vielleicht kommt die Frage noch. Ja, Gummitwist, Seilchenspringen. Sind das auch Spiele? Ja. Polo.
Polo, das kennt die wahrscheinlich gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Kennst du Polo? Ah, Polo. Polo haben wir auch gern gespielt. Ach, wir haben so viel gespielt. Wir haben die ganze Zeit nur mit Barbies haben wir gespielt. Mit Autos. Autos, Barbies, Steine. Ja, und wir hatten ja eine blühende Fantasie. Also ich meine, egal was man hat mit allem gespielt. Auch wenn es nur ein Stock war oder ein Stein. Wir haben mit allem gespielt. So. Fünftens, Lieblingsspielzeug in Happy Meal oder Junior-Tüte. Das hieß ja früher Junior-Tüte. Echt? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. All das, was drin war. Ja, es gab früher gab's Spielzeug. Viel mehr Auswahl als heute. Ja. Heute gibt es irgendwie... Aber die waren so... irgendwie weggepfeffert. Ich habe mich nur 2 Tage oder 1 Tag damit beschäftigt, an dem Tag, als man das bei McDonald's noch gekauft hatte. Und dann war es weg. Weiß nicht, ich habe mich nicht so viel dafür interessiert. So. Was hast du gesammelt? Erzähl mal, was wir noch gesammelt haben. Ja, wir haben... Außer das jetzt, oder was? Mhm. Was haben wir gesammelt? So. Stickers haben wir gesammelt. Ja, Diddleblätter. Diddleblätter, das ist meine Mappe von früher, also die Originalmappe aus den 90ern. Und ja, so ganz, ganz, ganz viele Blätter haben wir gesammelt. Die haben wir getauscht und gesammelt. Genau. Und wir haben Gogos, hier diese Figuren, diese kleinen. Genau, Gogos. Und Caps. Caps. Caps haben wir gespielt. Dann haben wir ja noch so Karten, so Pokémon-Karten oder so. Mhm. Auch gesammelt und gespielt und getauscht. Ja. Siebtens. Lieblings-Disney-Charakter. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Winnie Pooh. Oh ja. Oder Tigger. Ia. Ferkel. Genau. Oh, Ferkel. Und dann Miss Piggy. Cinderella. Pocahontas. Mulan doch auch, ne? Mm-hmm. Mulan. Ariel. Die ganzen Disney-Prinzessinnen. Ja, Ariel. Alle. Oh, ich habe auch diese Sendung. Ariel. Mal gerne geguckt. Ja, hat man auch vom Mund. So, okay, nächste Frage. Achtens, was hast du nach der Schule immer geguckt? Immer. Ja, mein Vater ist ein Außerirdischer. Genau. Immer. Immer nach dem Kindergarten immer. War das aber noch früher. Das lief so gegen 11:30 oder halb eins, glaube ich, lief das. Und Grundschule war das Pokémon immer nach der Schule. Mhm. Und Sailor Moon und so, das kam erst in der Grundschulzeit. So, Lego versus Playmobil. Weiß ich gar nicht. War das nicht irgendwie dasselbe? Nee, Playmobil war das große, oder? Weiß ich gar nicht. Also ich habe lieber mit den kleineren Steinen gespielt. Der Lego, oder? Ich glaube schon. Ah nee, Playmobil waren diese Figürchen, die hatte ich gar nicht. Ich habe nur mit Lego gespielt. Ich hatte... Diese Figürchen. Ich hatte Belleville. Oder was? Belleville ist das für Mädchen. Auch so, keine Ahnung, Lego, Playmobil-Art mäßig. Mm-mm. Ich hatte nur Lego mit diesen kleinen Figürchen, da gibt es ja Playmobil, das waren die größeren Figürchen. Ja, ich hatte auch Belleville, das war halt auch größer. Und dann konntest du auch die ganzen, keine Ahnung, Ponyhof und bla kaufen, was es da nicht gab. Krass. Kenne ich gar nicht. Cool. Nein, also ich habe immer mit Lego gespielt. Okay. Zehntens, Lieblingsvideospiel. Ja, scheiße, haben wir schon beantwortet, ne? Ja. Mario Kart, würde ich jetzt behaupten, oder? Ja, haben wir meistens gespielt. Doch. Mario Kart auf Nintendo 64. Und Tetris auf Game Boy. Genau. Und hier auch Super Mario. Stundenlange. Super Mario, alles. An dieser Stelle würden wir gerne wissen, was ihr in eurer Kindheit am liebsten gespielt habt. Unabhängig davon, ob es in den 90ern war. Und mit was und vor allem wo. Und bla. Erzählt einfach mal von euch und wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao. Das Dorfleben, das ist der geilste Shit. Hey, 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 wir gehen Kühe zählen und alle machen mit.